eklig. Ich muss ja vorhin schon aufräumen und wenn Mama hochkommt, dann... Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist heute so ein schönes Wetter, also ein richtig schönes Herbstwetter, was sagen zu sagen. Und deshalb habe ich mir gedacht, drehe ich einen Herbstvlog, weil wenn ich schon die Chance dazu habe, warum nicht heute? Und ja, ihr habt auch schon gesehen, ich habe schon gefrühstückt und jetzt gehe ich in die Badewanne, weil es ist schon ein bisschen kalt. Ich muss mir jetzt aber erstmal noch zum Anziehen raussuchen, aber ich würde sagen, das entscheidet ihr auf Insta für mich. Davor sollte ich aber vielleicht mein Bett machen. Okay, mein Bett habe ich jetzt auch gemacht und jetzt suchen wir uns ein Outfit, yeah. Okay, auf Insta, die Abstimmung läuft jetzt und jetzt werde ich mir ein Bad nehmen. Ich hole mir jetzt noch eine Kerze. Seht ihr, wie die schäumt? Ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Baden wieder. Ich stelle euch heute ein mega cooles Spielzeug von Suri Toys vor. Und zwar Poppy, den popowackelnden Mops. Poppy ist ein Tier von Pets Alive und kann etwas ganz Besonderes. Und zwar popowackeln. Zu drei mega crazy Liedern. Um Poppys Dance zu aktivieren, müsst ihr nur hier den Knopf drücken. Tanz Nummer 1. Poppy kann nicht nur super gut tanzen, sondern sich auch 90 Grad im Kreis drehen. Einfach so, das macht mega Spaß. Mit den Tänzen machen, schauen wir uns Poppy erstmal genauer an. Poppy hat ein super süßes Halsband und zwar ein goldenes mit so kleinen Hundepfoten drauf. Ich finde es so süß. Und einen reinen Anhänger mit Pets Alive drauf. Und gönnt euch mal ihre süßen Ohren. Oh, so klein. Und die Zunge auch so süß, wie die da raushängt. Finde ich super. Wow, schaut mal ihre Augen an. So, so schön. Ich bin ganz verliebt in Poppy. So Leute, ich habe mich jetzt umgezogen, die Latzhose und ich habe mir Locken gemacht. Ich finde es so unglaublich schön. Ich weiß nicht, sind schon schön, aber sie sind so. Ich habe letzte Zeit voll viele Haare. Ich weiß einfach nicht warum. Und ja, jetzt muss ich noch ein bisschen aufräumen. Ja, aber es geht halt ganz schnell, weil es nur Wäsche. Es gibt jetzt Essen, deshalb kann ich doch noch nicht aufräumen. Was ein Pech, aber auch. So, wir waren jetzt noch bei meiner Oma. Ich habe mir jetzt dieses Maxi-Kopf-Ding Bandana hier angezogen, weil wir schnitzen jetzt Kürbis und ich freue mich so. Und ja, ich freue mich, ja. Hier sind nur zwei Kandidaten. Das hier ist meiner und das hier ist Mamas. Und ja, also wir schnitzen jetzt gerade die Kürbisse. Und so sieht meine aus. Also ich weiß noch nicht, wie Mamas aussieht. Aber ich male hier wahrscheinlich noch so Blut und so hin, weil irgendwie feiere ich das. Also mein Kopf ist jetzt ab und es sieht eben so eklig aus. Mein Kürbis ist fertig. Also er heißt Johnny. Und er hat sich verletzt hier. Da habe ich einen Ritz reingemacht. Aber ja, also so sieht meine aus. Mama, wie heißt deiner? Kurt. Wie? Kurt. Und das ist Kurt. Hier kommt Kurt. Bis hier voll. Okay.
Das Lama. Oh, das hatten wir auch schon mal. Wisst ihr es noch? Bonnie das Lama und Bowie das Lama. Frankie den Flamingo. Fifi das Faultier. Natürlich die Poppy und den Hamster. Hamster. Poppy ist auf jeden Fall etwas für Kinder etwa ab 3 Jahren. Aber ich denke auch, größere Kinder werden sich darüber freuen. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich meinen Freundinnen zu Weihnachten oder zum Geburtstag auch so einen schenke, weil die sind echt cool und die sind so lustig. Alle Infos zu Poppy, dem Popo wackelnden Mops, findet ihr unten in der Infobox. Also Leute, die Kürbisse brennen, wie das klingt. Die Kürbisse brennen, yeah! So sieht's jetzt aus. Also hier ist Mamas Kürbis. Der sieht schon echt cool aus. Und und hier ist mein Kürbis. Ja. Und hier brennt noch die Kette. Und ich finde diesen Baum so schön. Okay. Leute, was denkt ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt, Mama, was machen wir? Pumpkin Spice. Den Pumpkin Spice Latte, aber mit Kinderkaffee. Ich habe den noch nie getrunken. Ich hoffe, der ist lecker. Naja, ihr seht hier ja alles, was wir brauchen. Aber das seht ihr auch nochmal, wenn ich es zubereite. Ich klinge so professionell. Zubereite. Okay. Ich habe hier ein Rezept und zwar von Miss Brokkoli, glaube ich. Oder? Also wir brauchen uns unser Kürbispüree. Wir haben eins von Hip reine Butternut-Kürbis. Wir machen zwei von Mama, drei, weil Mama mag Kürbis. Ich mag Kürbis nicht, aber Mama mag Kürbis. Und das war ein bisschen mehr. Ja, das habe ich auch dran. So. Und jetzt kommt da ein bisschen Ahornsirup rein, aber nicht zu viel. Das hat niemand gesehen. Oh, ich liebe Ahornsirup. Boah, lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr Ahornsirup auch so liebt wie ich. So. Jetzt muss der Lebkuchengewürz rein. Nicht so viel. Zimt und Zucker. Also wir haben jetzt Zimt und Zucker. Eigentlich steht da nur Zimt, aber das passt schon. Das sieht schon irgendwie so komisch aus. Schau mal. Riecht aber nicht schlecht. Ich bin mal gespannt. Wir haben was vergessen und zwar den Ingwer. Den guten alten Ingwer. Ja, okay, also ja, irgendwann bekomme ich das nicht rein. Wird schon passen. So, was muss ich jetzt machen? Die Milch aufschäumen, das wird gemacht. Huch, sitzt es so weit oben. Naja, Leute, ich mache es jetzt auf jeden Fall mal fertig, weil ich glaube, sonst dauert es zu lang. Und dann sehen wir gleich das Endergebnis. Wartet.
Okay, die Drinks sind jetzt fertig und ja, wir testen die jetzt mal. So, okay Mama, wir testen jetzt. Ich habe Angst, dass es nach, ich gebe es dir. Ich habe Angst, dass es nach Kaffee schmeckt. Ich bin so gespannt. Ich habe Angst, dass es nach Kaffee schmeckt. Eins, zwei, drei, los. Das ist so eklig. Ist das dreckig? Muss weg. Das ist so ekelhaft. Ich habe jetzt mit dem Banana so einen Zopf gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, aber ich glaube nicht so gut. Naja, egal. Und jetzt sag. Also, ich muss jetzt richtig schnell aufräumen. Mein Zimmer sieht so aus. Und ich muss ja vorhin schon aufräumen und. Wenn Mama hochkommt, dann so. Gott, ich muss mich beeilen. Hilfe. Ah. Ja, Leute, ich muss mich jetzt eigentlich nur noch fertig machen. Ich würde sagen, an der Stelle beende ich das Video jetzt auch. Ja, mir hat es halt super viel Spaß gemacht. Ich war heute eigentlich auch voll produktiv. Ja. Und wer mich schon länger kennt, der weiß, ich liebe es so produktiv. So, I'm a productive girl. I'm a dead girl. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, drückt die Glocke und abonniert mich. Ciao! Und folgt mir gerne auf Instagram.